Du Flo, was machen wir heute Abend? Dasselbe wie jeden Abend, Lela. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Och nee, dazu bin ich zu müde. Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Delas Rastercast. Es ist jetzt der letzte Tag im Dezember und deswegen müssen wir natürlich noch für diesen Monat über Bücher reden. Und dazu habe ich mir wie immer den wundervollen Flo eingeladen. Hallo Flo. Guten Abend. Außerdem ist das heute eine kleine Sonderfolge, denn wie gesagt, es ist der letzte Tag im Dezember, also kurz vor Silvester, beziehungsweise Silvesterabend. Und wir haben beschlossen, wir werden eine kleine Silvestergala machen. Da hat uns der Raucherbalkon freundlicherweise seine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass jeden Moment irgendjemand mal in die Aufnahme reinkommt oder so. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Wir würden uns freuen, wenn ihr hier ein bisschen mit rumwuselt. Wir haben vor, heute den ganzen Abend irgendwelchen Blödsinn zu machen. Nicht alles davon wird aufgenommen, nur dass wir eben mal ein bisschen Bespaßung haben für die, die jetzt zu Hause alleine da rumsitzen wie ich und keine Lust haben, da irgendwie mit Idioten draußen auf der Straße rumzutanzen. Und wenn ihr das jetzt hört, haha, verpasst. Ja, nicht unbedingt. Wenn ich ganz hier gut bin, dann kriege ich die Folge gleich live noch raus. Weil schneiden tue ich ja hier eh nicht. Ich dachte, du schneidest mich immer raus. Ey, nee, das ist, ich stell dich nur leise. Da brauche ich nicht gut also großartig dran rumarbeiten. Deswegen nehmen wir mit zwei Tonspuren auf, okay? Genau. Na gut. Lieber Flo, es ist, wie gesagt, Dezember. Wir haben ja die letzte Folge noch, ich glaube, Mitte November irgendwann gemacht. Oder auch ziemlich gegen Ende, ne? Ja, gegen Ende, glaube ich, war das. Was hast du denn gelesen? Wie war denn deine Monatsbilanz? Oh, meine Bilanz war diesen Monat sehr, sehr positiv. Mhm. Also von der Menge her zumindest, vom Inhalt her, kommen wir gleich dazu. Nachdem ich jetzt hier durchgezählt habe, sind es tatsächlich, dazu muss ich sagen, ich hatte aber auch 2 Wochen ins Urlaub schon, 40 Bücher. Mhm. Ein ganz großer Teil davon aber so mit knapp 100 Seiten, also sehr kleine Dinger. Ja, nur, aber macht ja nichts. Und bist du denn qualitativ zufrieden? Weil letzten Monat haben wir beide sehr geschimpft. Sagen wir mal so, also bei den vielen kleinen Dingern, das sind, was weiß ich, Romane zu Fernsehserien oder ich habe ja auch erzählt, die Conan-Bücher oder sowas, da weiß ich, was mich erwartet. Das heißt, wenn die nicht gut sind, zähle ich die als nicht gut, sondern als Erwartungen erfüllt. Ja, richtig. Und ansonsten waren schon nette Sachen dabei. Also ich muss sagen, ich habe diesen Monat keinen kompletten Ausreißer gehabt. Ich habe diesen Monat nichts weglegen müssen, bin diesen Monat sehr zufrieden. Ja, wenn ich so über den Stapel gucke, ich glaube, ich habe auch nichts weggelegt davon. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal gleich in die Sache rein. Willst du anfangen mit deinem ersten Buch? Ja, kann ich gerne machen. Dann nehme ich gleich die ersten beiden. Mhm. Denn ich habe endlich die Handyman Jack-Reihe von F. Paul Wilson zu Ende gelesen. Mhm. Ich hatte ja irgendwann mal erzählt, dass die letzten 2 Bücher nicht auf Deutsch erschienen sind und die Wahrscheinlichkeit, dass sie in den nächsten Jahren auf Deutsch erscheinen, geht gegen null. Mhm. Also habe ich es mir jetzt im Englischen geholt. Fatal Error und The Dark at the End. Ich liebe diese Reihe, aber das ist ein bisschen kompliziert. F. Paul Wilson hat in den 80er oder Ende der 80er hat er 3 Bücher geschrieben, die die erste Hälfte des Adversary, also des Widersacherzyklus sind. Mhm. Und später dann in den 90er hat er 3 Bücher geschrieben, die enger zusammenhängen und das sind die zweite Hälfte. Aus dieser ersten Trilogie, da ist der erste Handyman Jack-Roman mit dabei. Mhm. Und dann hat er angefangen, die Zeit aufzufüllen, weil Handyman Jack das große Finale ist eben in dieser zweiten Trilogie. Und dann kommt diese Buchreihe, die mittendrin spielt. Das heißt, du weißt, auf was sie hinarbeitet. Mhm. Und das ist leider gerade in diesen 2 letzten Büchern, vorher hat es man auch ein bisschen gemerkt, aber hier ist es mir dann doch sehr aufgefallen, das ist das Problem.
Es sind nicht mehr so großartig eigenständige Geschichten, sondern du arbeitest wirklich auf das große Finale hin. Ja, klar. Und ja, es war ganz nett, aber also macht immer noch Spaß zu lesen, aber es bei weitem nicht so gut wie die früheren Romane der Reihe. Und es ist jetzt aber tatsächlich mit den zwei Bänden auch komplett beendet. Also die Reihe in dem Sinne ist komplett oder ist bloß bis jetzt komplett, bis wohin Zeit veröffentlicht worden ist? Nein, ist komplett. Er hat dann noch jeweils, ich glaube, zwei Trilogien geschrieben mit Jugendabenteuern. Vielleicht knöpfe ich mir die auch irgendwann mal vor. Aber er hat auch irgendwann gesagt, dass er in diesem Widersacherzyklus nach dem Finale, dass da nichts Neues mehr kommen wird. Okay. Ja, ich habe mit Terry Pratchett weitergemacht diesen Monat. Ich habe nämlich Mumienscheins gelesen. Und wie gesagt, ihr wisst mittlerweile, wenn ihr dieses Format öfter hört, ich habe mit den Hexengeschichten so meine Probleme. Und auch hier kam ich wieder nicht so richtig rein. Ich habe das Problem bei den Hexengeschichten, das Ende ist immer richtig gut. So die letzten 100 Seiten sind echt toll. Aber die 200 Seiten vorher, die ziehen sich halt endlos und sind relativ sinnlos. Und das ist halt bei mir auch in diesem Buch wieder durchgekommen, dass die mir einfach wirklich zu lange brauchen, bis sie in Gang kommen. Und normalerweise retten ja für mich die Auftritte von Gribo immer diese Romane, aber leider war auch der diesmal doch ein bisschen zu dünn. Allerdings, Pluspunkt gab es diesmal in diesem Buch dafür, dass wir wieder in Ankh-Morpork sind und den Charakter der Agnes fand ich großartig. Und das war jetzt tatsächlich auch das erste Mal, dass ich so ein bisschen Sympathie und Gefühl für Oma Wetterwachs bekommen habe. Also im Großen und Ganzen nicht schlecht, aber wie gesagt, im Vergleich zu den Nachtwachen komme ich einfach mit den Hexen nicht klar. Ja, ich habe auch gerade geschaut, weil ich dachte, ich habe doch auch was von der Scheibenwelt gelesen. Und tatsächlich habe ich auch dieses Mal eins gelesen, das ich nicht gut fand. Also was heißt nicht gut, aber war einfach nicht mein Fall. Welches? Maurice der Kater. Ah, na, das steht mir ja noch bevor. Ist ein Märchen von der Scheibenwelt. So Richtung Rattenfänger von Hameln und Kater und das zieht mit den Ratten um durch die Lande und sie bescheißen die Leute. Ich weiß nicht, vielleicht weil ich kein so großer Katzenfan bin, ich bin einfach nicht so richtig reingekommen. Passenderweise habe ich zur selben Zeit ein Jules Verne gelesen, und zwar auch ein Märchen. Die Abenteuer der Familie Raton. Da geht es um Ratten. Und die waren dir sympathischer. Bin ich auch nicht gut reingekommen, nein. Okay. Vielleicht liegt es auch an Ratten und gar nicht so an Katzen, ich weiß es nicht. Das kann sein. Naja, also ich merke halt wirklich, Gribo ist ja die Katze in den Hexengeschichten. Und an dem habe ich wirklich wahnsinnig meinen Spaß. Aber wie gesagt, da kommt halt in dem Buch ein-, zweimal vor mit einer relativ tragenden Rolle. Und von daher, ich würde mir gerne einfach die Hexenreihe nur mit Gribo wünschen. Das wäre geil. Da hätte ich voll Spaß dran. Aber, wie gesagt, ist jetzt nicht so unbedingt mein Ding. Allerdings muss ich sagen, woran ich diesmal sehr viel Spaß hatte bei Mummenschanz, war eben wirklich diese ganze Theatergeschichte und Theater-Aberglaube und natürlich auch dieser ganze Hamlet-Aspekt. Die Hexengeschichten spielen ja immer sehr viel mit Shakespeare und so. Das hat mir Spaß gemacht, aber wie gesagt, ich bin da sehr zwiegespalten. Ich will die gerne mögen, aber es gelingt mir nicht. Dann würde ich vielleicht auch gleich bei den Hexen weiterbleiben. Ja. Denn ich habe noch einen zweiten Terry Pratchett gelesen, nämlich Der ganze Wahnsinn. Das ist nicht im eigentlichen Sinne eine Scheibenweltgeschichte, sondern ein Sammelband mit allen möglichen. Da sind Aufsätze drin, da sind Reden drin, da sind aber auch Kurzgeschichten drin. Und wegen den Kurzgeschichten habe ich es mir gekauft. Denn da ist nämlich auch drin die Kurzgeschichte, eben auch aus dem Hexenzyklus, Das Meer und kleine Fische. Und da muss ich sagen, diese Kurzgeschichte hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht, weil es eben diese ganze Idee so trägt, Oma Wetterwachs versucht, weil sie ihr alle sagen, dass sie alle, ja, dass sie so grantig ist. Und sie versucht freundlich zu sein und es geht einfach bösartig schief.
Und das war das erste Mal, dass ich wirklich für die Charaktere auch ein Gefühl gekriegt habe. An der Kurzgeschichte habe ich wahnsinnigen Spaß gehabt. Die Aufsätze und Reden, schwierig. Es ist natürlich ein Kind seiner Zeit, gebe ich auch allem recht. Aber ich möchte Terry Pratchett ungern in einzelnen Aspekten als verboten alten Sack sehen. Leider hatte ich diesen Effekt bei einigen dieser Aufsätze. Aber wie gesagt, das ist auch aus einer Zeit, da war so Internet und so weiter. Aber ja, ist schwierig. Ja, das, sowas ist immer... Ich bin ja mal gespannt, ob wir irgendwann bei Stephen King zu den Essays kommen. Und dann werden wir mal sehen. Ja. Ja gut, aber ich sag mal so, Stephen King, da weiß man, dass der eine gewisse Weltsicht hat, mit der man vielleicht nicht unbedingt d'accord gehen will. Wenn auch in großen Teilen schon. Aber bei Pratchett ist es halt, der ist halt für mich so ein Fanal von eigentlich dem, was ein Mensch gerne sein kann. Was ich als Mensch ganz in Ordnung finde. Verstehst du, was ich meine? Ja, und dann... Wenn man dann genau. entdeckt. Aber wie gesagt, also auch die Aufsatzsammlung war an sich wirklich gut. Man muss halt wirklich nur mit dem Gedanken leben können, dass man sich eventuell den Autor ein bisschen entzaubert. Aber man hat den Vorteil, man hat da wirklich Kurzgeschichten drin, die sonst wirklich nur einzeln irgendwo zu kriegen sind. Und auch nicht nur Scheibenwelt-Kurzgeschichten, sondern auch andere Kurzgeschichten, die er irgendwann mal so geschrieben hat. Und die machen tatsächlich fast alle ziemlich großen Spaß. Ja, schreiben kann er. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, machst du mal mit deinem nächsten weiter. Ja, ich dachte, wenn wir schon Hexen hatten, dann nehme ich mal einen Zauberer oder sowas ähnliches. Ich habe gelesen von Frank Loria, Baron Orgas, Satans Agent auf Erden. Das klingt spannend. Das handelt sich dabei um eine Reihe mit dem Helden Dr. Orient. Ist aus den 70er, 80er Jahren, diese Bücher. Ich bin da tatsächlich, gucke ich, ob ich die mal irgendwie zusammenkriege, denn es ist wirklich so 70er Jahre Okkultismus total abgedreht. Voll gut, mit das klingt noch was, was ich mag. Ja, mit Sexorgien und allen möglichen, also es ist tatsächlich ganz lustig, es ist nett geschrieben, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, dann macht das echt Spaß. Und ich habe gesehen, es gibt wohl einen deutschen Verlag, der diese Reihe aktuell komplett rausbringen möchte. Es ist noch nicht so viel, aber da bin ich mal gespannt. Da würde ich dazu greifen. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant für mich, weil ich stehe auf solches Zeug. Und desto kruder und dämlicher es ist, desto besser und desto mehr Spaß habe ich ja daran. Das klingt spannend, auf jeden Fall. Ich hatte tatsächlich schon mal einen von ihm gelesen, ich glaube auch mit Dr. Orient, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der hieß. Das ist aus dieser Reihe, die unheimlichen Bücher, die Heine in den 80ern mal hatte. Also da entdecke ich immer wieder gerne richtige Schätze. Ja, es ist halt leider viel Rotz dabei, aber da kann man schon schönes Zeug finden, auf jeden Fall. Ja, Rotz ist überall viel dabei, das ist eben halt das Problem. Nein, aber solche Sachen, wie gesagt, weil das ist halt in seiner Überdrehtheit meistens doch wieder so unterhaltsam, dass man da tatsächlich auch mal neue Aspekte finden kann. Ja. Ich glaube, der andere hieß, glaube ich, Raga 6 oder Raga 6 oder irgendwie sowas. Jetzt, der Dr. Okkult ist ein interessanter Held, sagen wir so. Ja, interessant war bei mir auch mein nächstes Buch. Ich habe mir nämlich auch ein komplett neues Universum jetzt angerissen. Ich habe meinen ersten Neil Gaiman gelesen. Und ich bin zutiefst verunsichert. Gut. Ich glaube, das ist auch tatsächlich nicht, dass ich dumm bin, sondern das soll so sein. Kannst du mir das bestätigen, dass das so sein soll? Sag mir mal, welcher es ist, und dann kann ich es dir vielleicht bestätigen. Der Ozean am Ende der Straße. Ja, das ist so. Okay, gut. Wie gesagt, ich bin hin und her gerissen. Es hat mir stilistisch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also schreiben kann der Mann. Kann ich gar nichts sagen.
Lustig fand ich tatsächlich, dass wir so viele handelnde Frauen in dem Buch haben und das Ding trotzdem keinen Bechdel-Test bestehen würde. Ja, nein, stilistisch ist das Buch auch, also es lebt total von der Atmosphäre. Mhm. Handlung hat es ja nicht viel. Aber weiß, was du sagen willst, aber trotzdem, wenn man das zusammenfasst, könnte man das schnell zusammenfassen. Das ist richtig, ja. Das ist so ein Ding, das möchte ich eigentlich, da hätte ich gerne einen Jonas gehabt, der mir die Handlungsebene abnimmt. Und ich dann nur noch über den Symbolquatsch reden muss. Denn ich glaube, und das ärgert mich, da steckt wahnsinnig viel Symbolismus drin. Auf allen Ebenen. Ja. Also angefangen bei natürlich den drei Nonnen und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt nur das, was auf der Oberfläche liegt. Aber da muss so viel drin sein. Und es ist aber so... Man sieht es nur aus dem Augenwinkel. Ich kann es nicht festmachen. Aber das ist das, was mir daran sehr viel Spaß gemacht hat. Und wie gesagt, die Atmosphäre, ja. Allerdings muss ich sagen, die hat bei mir nicht so richtig funktioniert. Weil eben ich die ganze Zeit nach der Symbolik gesucht habe und versucht habe, die irgendwie richtig zu greifen und es ist mir nicht gelungen. Und während ich da versucht habe, analytisch zu lesen, ist mir die Stimmung hinten übergekippt. Ich glaube, du darfst es nicht mit dem Gehirn lesen. Ja, ich glaube, das ist so ein Buch, das man fühlen muss. Ja. Oder zumindest beim ersten Lesen. Beim zweiten, dritten Lesen, dann kann man es analysieren. Aber ich glaube, das ist bei vielen Neil Gaiman-Sachen so. Ich bin ja ein Fan von ihm seit seinem Comic Run und Sandmann. Ja. Was ja einfach nur genial ist. Und also ich kann dir empfehlen, lies mehr von ihm. Das sind Schätze dabei, die sind echt wunderbar. Also ich habe mir jetzt ein paar noch gekauft von ihm. Ich habe mir... Neverland, glaube ich. Mhm. Oder? Jetzt bin ich glaube, ja. Das habe ich mir jetzt gekauft, ich habe es aber noch nicht gelesen. Gut, bin ich gespannt. Aber wie gesagt, also ich bin zwiegespalten und das macht die Sache interessant. Es ist zumindest mal was komplett anderes. Aber wie gesagt, was ich echt lustig fand und danach lese ich mittlerweile sehr viele Bücher, ist eben wirklich, ob das als Buch ein Bechdel-Test bestehen würde. Und das schafft es nicht. Obwohl wir 4 handelnde Frauen haben. Nee, 5. 5 handelnde Frauen. Ja, Männer. Aber wie gesagt, also kann ich empfehlen. Aber wenn ihr analytische Leser seid, versucht irgendwie vorher euer Hirn auszuschalten. Dann macht das, glaube ich, wirklich Spaß. Was hast du denn noch? Ich habe wieder in der Reihe Fester Extrem gelesen. Mhm. Also diese extrem blutigen, widerlichen, kurzen Büchlein. Ich hatte von Rev James White Unersättlich. Mhm. Schönes Konzept mit Leuten, die sich selbst auffressen. Hm. Leider war der ganze Aufbau der Geschichte, es wäre der Prolog zu einer interessanten Story gewesen, aber man verschwendet die Geschichte an uninteressante Figuren und das, was interessant daran ist, das läuft nur nebenher, also hätte besser sein können. Sie essen sich selbst aus irgendeinem Wahn heraus oder aus Ernährungszwecken? Hunger. Ja, Hunger. Aha. Aber schon ein krankhafter Hunger. Also sie kriegen sich nicht satt. Und das Ganze ist eine Krankheit, die sich halt immer weiter ausbreitet. Was als Konzept eigentlich total geil sein könnte. Ja. Leider von der Umsetzung her auch viel zu dünn. Naja, und er hat halt auch wieder mit dem Stil immer so Aussetzer, ne? Ich mag seinen Stil. Bei den längeren Geschichten, bei den kürzeren habe ich öfter mal Probleme. Mhm. Er hat auch mitgeschrieben an Boys Night zusammen mit Matt Shaw. Noch dünner, noch so, Rape and Revenge. Das Übliche, aber wirklich überhaupt nicht interessant. Mhm. Dann habe ich gelesen von Tim Miller, der Country Club. Eine Bloggerin, das sind halt die modernen Journalisten.
ist auf der Jagd nach einer urbanen Legende, nämlich nach einem Country Club, wo die Reichen ihre kranken Gelüste ausleben. Also kennt man ja eigentlich. War nicht schlecht, ist aber halt auch ganz genau das, was man von so einer Geschichte erwartet. Ja. Und ich glaube auch 120 Seiten oder so, 130. Ja, aber wenigstens kein Hilly-Billy-Scheiß. Ja, genau. Und als viertes habe ich aus dieser Reihe ein Buch gelesen, das tatsächlich mal dicker war. Ich glaube, über 400 Seiten. Und zwar Brutal von Christopher Triana. Ja, der Name sagt mir was. Helf mir mal auf die Sprünge. Ich weiß nicht, was er sonst noch gemacht hat. Also, mir sagt der Name auch was, aber habe ich von ihm schon was gelesen? Nein, scheinbar nicht. Okay. Da geht es um ein ja, typisch Klischee-Cheerleader-Highschool-Mädchen, die ein absolutes Traumleben führt und einfach jeden Aspekt davon hasst. Okay. Sie fängt dann an, ihren Lehrer zu verführen, entdeckt, dass sie ja, Spaß daran hat, Leben zu zerstören. Und es wird halt immer widerlicher und immer blutiger und ist sehr lustig. Also tatsächlich auch auf körperlicher Ebene, nicht nur auf Psychopathie-Ebene. Auch auf Körper. Also sie bringt dann in der Zeit auch einige Leute um. Das ist gut. Und tatsächlich hat der mir echt Spaß gemacht. Also es war so, so ein bisschen American Psycho-mäßig. Mit einer... Und das finde ich immer wichtig, mit Figuren, die so widerlich sie sind, doch sympathisch sind. Und dann kann man sich einfach besser reinversetzen. Ja, zumindest, wenn sie Spaß an der Sache haben. Ja. Weil das ist immer das, was mich nervt, wenn du so einen Psychopathen hast, der das einfach mehr oder weniger motivationslos macht und keinen Spaß an der Sache hat. Dann wird es auch schwierig, dann ein Gefühl dafür zu kriegen. Das Problem bei solchen Horrorgeschichten... Es sind eigentlich fast immer die Figuren. Ich meine, die Geschichte, da kannst du ja machen, was du willst. Wenn die Figuren gut sind, kommst du mit dem größten Blödsinn ja durch. Ja. Aber entweder hast du die, die Guten so sehr, dass du dich darauf freust, dass sie abgeschlachtet werden. Oder der Killer ist so langweilig oder so unsympathisch, dass du halt, ja, Gott, wann wird der denn endlich erwischt? Und hier ist das in dem Buch, da fieberst du halt wirklich mit, dass sie mit den Morden durchkommt. Das macht echt Spaß. Also auch gut geschrieben. Ja, doch, hat mir gefallen. Okay. Ja, dann mache ich mal weiter. Jetzt kommt mein erstes Hörbuch diesen Monat. Ich weiß nicht, bist du großer Freund oder bekannt mit The Daily Show? Ja. Ich weiß auch, was jetzt kommt. Genau, ich habe nämlich... The Daily Show, The Oral History gehört, von mehreren Sprechern, unter anderem eben Jon Stewart selbst. Es geht hier tatsächlich nicht unbedingt um die Inhalte der Daily Show, sondern mehr so um die Meta-Ebene dahinter. Also um diese ganzen putzigen Anekdoten der Zeit, als eben Jon Stewart die Show übernommen hat. Er hat sie ja nicht gegründet, sondern hat sie auch nur übernommen, bis dahin, wo er halt aufhört und ein kleines bisschen darüber hinaus. Und ich habe das früher, als eben Jon Stewart noch moderiert hat, sehr, sehr gerne gesehen, soweit man es halt empfangen konnte in Deutschland. Mittlerweile bin ich komplett raus, also mit Trevor Noah habe ich so überhaupt keinen Kontakt, Punkt von der Sache her. Aber eben die Jon Stewart-Zeiten, die haben mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, auch an dem Hörbuch habe ich einen wahnsinnigen Spaß gehabt, weil eben wirklich diese ganzen komplett kruden Anekdoten und Geschichten und auch so diese, ich sag mal, interfamiliären Streitigkeiten, die es ab und zu mal gab. Hier wird auch recht gut in die Botanik gegangen, also da sind sie auch relativ schonungslos. Es hat mir echt Spaß gemacht und vor allem lernt man halt dadurch auch ein kleines bisschen so Einblicke, nicht nur in die amerikanische Popkultur, die wir ja immer nur ja so teilweise ab und mitkriegen, sondern eben auch so in Prozesse, also tatsächlich, dass eben diese große Show mit ihrer Reichweite tatsächlich politische Änderungen bewirkt hat. Zumindest für eine Zeit lang. Ja, das war eine Zeit, da ging sowas noch. Heute interessiert sich keiner mehr dafür, dass irgendeine Sendung irgendwas ändern kann.
Ist ein bisschen komisch. Na, da bin ich mir nicht sicher. Da bin ich mir wirklich nicht sicher. Aber es fehlt einfach die harte Kante fehlt, glaube ich. Ich weiß, ich glaube, das ist jetzt nicht hierfür zu diskutieren. Wahrscheinlich aber, nicht, ja. Reden wir über was Angenehmeres. Ich habe wieder einen Bill Bryson gelesen. Oh ja, erzähl. Sommer 1927. Mhm. Ich hatte den vor Jahren schon mal als Hörbuch gehört und jetzt gelesen. Und ach, er macht richtig Spaß. das Buch beschreibt wirklich nicht nur das Jahr 27, sondern wirklich nur den Sommer, die Sommermonate. Und hat immer so ein paar Aufhänger, die sich durchs Buch schlängeln. Einer davon ist natürlich Charles Lindbergh. Und er landet überall bei Al Capone und bei, was weiß ich, wie heißt er, Babe Ruth und so weiter. Und erzählt halt ganz viele lustige und interessante Geschichten und Anekdoten aus diesem Jahr. Und ich finde es toll, das Buch. Ist es, weil ich kenne ja von ihm bis jetzt eben nur die Reiseberichte so, die Notes from the Small Island und so weiter. Ist das auch so kolumnenhaft, also so in einzelne Stücke gestückelt, oder liest sich's mehr wie ein Roman? Es ist gestückelt, wobei die einzelnen Personen, weil die Geschichte halt vorangeht, ja, klar, immer mal wieder auch auftauchen. Das heißt, er erzählt am Anfang ganz viel von der Luftfahrt und dann kommt auch immer, während das und das da passierte, war Charles Lindbergh gerade da und da und so. Also, ja, klar. Aber es ist schon, also nur in dem Sinne auf wirklich Geschichte aufgebaut und nicht ein Narrativ dahinter in dem Sinne. Nein, es ist nicht diese Reise, sage ich mal. Das fehlt hier. Zumindest als roter Faden, will ich mal sagen. Es ist schon, ich will schon sagen, Narrativ, ja, aber das ist aus der Geschichte herausgeboren. Ja, das ist ja okay. Aber wie gesagt, also jetzt nicht im Sinne von, er ist jetzt ein, was weiß ich, also er kein fiktiver Jugendlicher, der diese Zeit erlebt, sondern eine Rückbetrachtung. Genau. Wirklich nur historisch. Das ist cool. Dann werde ich mir das auch, weil ich habe es als Hörbuch schon hier liegen. Ich kam nur noch nicht dazu. Aber ja, das ist, weißt du den, achso, du hast gelesen, du hast nicht gehört. Ich habe es vor Jahren mal gehört, aber auch auf Deutsch damals. Ja, weil ich bilde mir ein, das wäre diesmal auch wieder William Roberts und ich bin ja ein großer Freund von William Roberts, weil er tatsächlich über seine Sprache sehr schön auch den Humor transportiert. Was mir zum Beispiel immer schwerfällt bei den Büchern, die von Bryson selber gelesen sind, da geht's für mich ein bisschen unter, weil er nicht so viel Modulation in der Stimme hat. Aber auf jeden Fall, die Hörbücher kann ich euch immer grundsätzlich ans Herz legen. Ich habe mir übrigens auch das neue gekauft, The Body. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast? Noch nicht, nee. Gehört habe ich es noch nicht, aber ich habe das schon gekauft. Das ist jetzt im Winter diesen Jahres erschienen. Das ist als Hörbuch, ich glaube im November oder so ist es rausgekommen. Bin sehr gespannt drauf, ist ja auch ein bisschen mein Thema. Denke ich, wird Spaß machen. Wobei Bill Bryson klingt eigentlich immer gut. Der Mann kann schreiben und unheimlich unterhaltsam. Genau. Unheimlich unterhaltsam war auch mein nächstes Buch. Kennst du XKCD? Natürlich. Das ist sehr gut. Wer die nicht kennt, das ist ein eigentlich gelernter Physiker, der aber relativ bekannt oder nur bekannt dafür ist, dass er einen sehr bekannten großen Webcomic hat, der vom Stil her ziemlich einfach gehalten ist, aber sich eben mit sehr putzigen Themen beschäftigt. Und von ihm gibt es zwei Bücher. Einmal How To, das habe ich als Hörbuch gehört. Und hier beschäftigt er sich halt so ein bisschen mit eben kuriosen Fragen mit weltvernichtenden physikalischen Implikationen. Und ich muss sagen, da habe ich wahnsinnigen Spaß dran gehabt. Der Sprecher hier war Will Wheaton, passt perfekt, kommt auch wirklich voll, wird voll dem Humor gerecht. Und wie gesagt, diese ganze Idee dahinter ist eben, wie grabe ich ein großes Loch bis zur anderen Seite der Welt? Oder wie schnell muss ich XY werfen, um das und das zu machen? Und
Das hat mir, also der Ansatz hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Und das zweite Buch ist What If. Das ist im Prinzip die gleiche Herangehensweise, nur halt mit so einem, ja, also hypothetischen Ansatz hat es sowieso. Aber wo How To halt wirklich so einen eigentlich praktischen Ansatz hat, auch wenn man es nicht tun sollte, beschäftigt sich What If halt wirklich mit den rein hypothetischen Fragen, die sich da ergeben. Also meinetwegen, was würde passieren, wenn ich einen Laserpointer mit der und der Frequenz und was weiß ich was auf das und das richte, ab wann fängt die Welt an, Feuer zu fangen und solche Späße. Und das richtige Buch, also das What If, habe ich gelesen. Und das Beste daran ist, es ist tatsächlich mit einigen XKCD-Comics auch ergänzt. Und eben tatsächlich auch mit so Fragen, die er als Lesereinsendungen von seinen Comics so bekommen hat. Die er dann natürlich auch entsprechend lakonisch kommentiert. Also wirklich großartig, die beiden Sachen haben mir sehr viel Spaß gemacht, kann ich nur empfehlen. Ich habe von den Büchern schon gehört, ich habe sie bis jetzt noch nicht, aber sie stehen definitiv auf meiner Liste. Sie sind wirklich sehr gut, also ich habe echt Spaß gehabt. Wie gesagt, der Name ist Randall Munro und volle Empfehlung. Also habe ich beiden 5 von 5 Punkten gegeben. So, ich schaue gerade, ob ich... Nee, Sachbücher habe ich keine mehr da. Dann gehen wir mal so in den Horrorbereich nochmal richtig rein. Ist auch nicht so groß dieses Mal. Ich glaube, du hast ihn auch schon gelesen. Tim Curran, Der Leichenkönig. Nee, den habe ich noch nicht gelesen, weil ich mit Tim Curran immer meine Schwierigkeiten habe. Mhm. Ja, mir geht es ja auch genauso. Ist einer seiner frühesten, ist auch nicht so besonders dick und ist eigentlich ein historischer Roman, der so Beginn des 19. Jahrhunderts in Schottland spielt. Und wir folgen hier zwei Grabräubern. Das Ganze ist richtig schön widerlich beschrieben. Okay. Also die ganze Zeit von damals, so wie Charles Dickens auf Speed. hat eine richtig schöne Atmosphäre. Wie gesagt, ist halt auch nur eine Novelle. Und was mir an dem Buch dann gefallen hat, ich dachte, da sind noch so viele Seiten übrig und das ist jetzt schon vorbei. Da ist am Ende noch ein Interview drin und in dem sagt er ja, so Leichenräuber, die Idee... Wäre auch schon für ihn gewesen. Die Idee hat er von einer Geschichte von Robert Louis Stevenson. Also dem Autor von Dr. Jekyll und Mr. Hyde und natürlich die Schatzinsel. Und diese Kurzgeschichte ist auch noch abgedruckt hier in diesem Buch. Das ist cool. Hat tatsächlich Spaß gemacht. Ich meine, es ist auch jetzt kein Meisterwerk, aber ich würde sagen, auf jeden Fall einer der besseren Currents. Hat er denn diesmal seine Idee bis zu Ende durchgezogen? Ich würde schon sagen, ja. Weil was mich an Curran ja immer stört, ist, er hat 1000 geile Ideen und vergisst, während er die nächste kriegt, die erste fertig zu schreiben. Dadurch, dass es hier wirklich nur eine kurze Geschichte ist und die auch sehr von der Atmosphäre lebt, denke ich schon, dass er hier nicht so viel verschenkt hat. Okay. Also er baut ja sonst oft auch so gerne postapokalyptische Welten auf und ja. Ja, das ist halt zum Beispiel das, genau, gerade mit seinen Monstern. Er schafft das Monster, das ist im Ansatz auch ziemlich cool, und dann ersetzt er es mit einem anderen Monster, das an sich auch ziemlich cool wäre, aber er vergisst halt währenddessen die er davor erschaffen hat. Und so verlierst du halt komplett jedes Bedrohungspotenzial oder Bedrohungsgefühl. Ja, leider ist das öfter so. Ich lese ihn eigentlich immer wieder gerne, aber es ist wirklich so Hit or Miss bei mir. Ja. Der hat mir aber gefallen. Also das war so schön zwischendrin mal was. Na gut, ich bleibe noch ein kleines bisschen bei den mehr oder weniger Sachbüchern. Ich habe nämlich diesen Monat, wie gesagt, sehr viel Humoriges gelesen, weil... Ihr wisst ja, wie das ist. Wenn draußen finster und böse ist, dann muss man sich ja ein bisschen schön machen. Und ich habe gelesen, Carl Pilkington, ein Idiot unterwegs, die wundersamen Reisen des Carl Pilkington und ein Idiot reiste weiter vom selben Menschen. Der gehört so ein bisschen in die Truppe um Ricky Gervais. Ich weiß nicht, ob der dir bekannt ist.
Ja. Mit Ricky Gervais komme ich ja persönlich so gar nicht klar. Aber ich muss sagen, an den zwei Büchern habe ich durchaus meinen Spaß gehabt. Die Idee ist halt, er ist halt so ein typischer Border-Cop-Brite. Also so, ja, ich sag mal im Prinzip so ein als Charakter soll er so ein Brexit-Heini sein. Er möchte eigentlich nur auf seinem Sofa sitzen, seine Fish and Chips fressen und von der Welt nichts mitkriegen. Wer nicht? Genau. Kann ich ja grundsätzlich schon verstehen, aber naja. Naja, und er wird dann halt von seinen beiden Teamkameraden gezwungen, Reisen zu absolvieren. Und geht dann eben nach China und nach Ägypten und nach, ich glaube, Jordanien und noch irgendwo hin. Und muss dann halt zwangsweise unter der Regie dieser beiden anderen Leute eben seine Abenteuer bestehen. Und der Witz daran ist halt, dass er mit seiner eigentlichen Ignoranz einerseits immer wieder aneckt, logischerweise, aber andererseits doch in Dingen schöne Momente findet, die eigentlich gar nicht gedacht waren als die schönen Momente. Sondern sie präsentieren ihm halt eben so voll die tollen Pyramiden und so weiter. Und er kotzt eigentlich die ganze Zeit nur darüber, dass die Pyramiden doof sind und scheiße und schlecht gebaut und was ist denn das für eine Architektur und so weiter. Aber gleichzeitig findet er halt wieder so kleine Sachen eben am Essen oder was weiß ich was. Oder er hat eine totale Obsession für die Toiletten. Er behauptet zum Beispiel, in China sind die Toiletten dreimal intelligenter als er. Und, naja, ja. Ne? Und ich finde halt diesen Kontrast sehr schön, dass eben der Schwerpunkt oder dieses Hui, gell, nicht darauf gesetzt wird, wie soll ich es ausdrücken, was halt jeder sieht oder wo halt jeder sagt, das musst du doch toll finden, sondern eben auf die Kleinigkeiten, die sonst so hinten runterfallen. Und der zweite Teil, Ein Idiot reist weiter, ist halt so ein bisschen angelehnt an so eine Bucketlist. Das heißt, er hat 100 Dinge, von denen muss er sich so und so viel aussuchen und die muss er dann machen. Schön finde ich hier, dass er dann tatsächlich auch den Spieß ein bisschen rumdreht. Sie wollen ihn halt zum Beispiel ständig dazu zwingen, Bungee-Jumping zu machen. Und da hat er verständlicherweise überhaupt keine Lust drauf. Und der Kollege will ihn halt immer dazu überreden, das zu machen. Und sagt dann, ja, pass auf, wenn du das dann machst, dann spenden wir für dieses Dorf so und so viele Häuser. Und pokert halt immer höher und immer höher und immer höher, bis er eigentlich irgendwann sagt, okay, wenn du so hoch gehst, dann muss ich es ja machen. Und schickt aber stattdessen seinen Kameramann zu dem Sprung vor. Das fand ich eigentlich schon wieder ganz geil. Aber das Schlimme ist an diesen Büchern, vor 5 Jahren wusstest du, dass das eine Überspitzung ist. In seiner ganzen Idiotie und seiner ganzen Ignoranz. Mittlerweile laufen die Menschen wirklich so rum und meinen das ernst. Und das hat mir leider ein kleines bisschen den Spaß an den Büchern versaut. Aber trotzdem, ein cooler Reisebericht ist mal was anderes, kann man mal machen. Das hatte ich auch bei dem Bryson. Da hat er auch so Sachen geschrieben wie, ja, die 20er Jahre damals, die ja heute so als goldene Zeit. Ja, fröhliche goldene Zeit klingen, die Gay Twenties, waren eigentlich eine der hasserfülltesten Zeiten überhaupt. Er schreibt ja ein Kapitel zum Beispiel über den Ku Klux Klan und sowas. Ja, du denkst auch, ja, das hat damals, als du das geschrieben hast, auch gestimmt, aber heute ist es schlimmer. Ja. Ja, dann gehen wir mal weiter bei mir. Gehen wir aber auch etwas, das, naja, nicht unbedingt lustiger, aber zumindest kein Horror ist, da kommt nachher noch. ich habe John Irving gelesen. Mhm. Ich bin ja ein großer Fan von John Irving. Auch hier wieder ein Buch, das ich vor Jahren schon mal als Hörbuch hatte, Die vierte Hand. Da geht es um einen Reporter, dem während einer Reportage in Indien vor laufender Kamera die Hand von einem Zirkuslöwen gefressen wird. Oh, sympathisch. Ja, und das sehen halt ganz viele Leute live im Fernsehen. Und es gibt dann einen Chirurgen, der will die erste amerikanische Handtransplantation vornehmen. Und dann gibt es da eine junge Ehefrau, die will unbedingt, dass dieser Reporter die Hand ihres Mannes bekommt. Das Problem ist, der Mann lebt halt noch. Okay. Also es ist wieder so ein skurriler
Roman für Irving ist ja gar nicht mal so dick. Ich glaube auch so als knapp über 400 Seiten oder so. Der hat ja auch schon erheblich dickeres geschrieben. Macht aber Spaß. Also hat viele sehr lustige Momente auch. Skurrile Figuren. Wahrscheinlich, ich muss sagen, ist nicht mein Liebster von ihm. Das ist und bleibt das großartige Hotel New Hampshire. Mhm. Aber doch, ist ein guter Roman. Okay, ja. Ich habe halt mit ihm noch, naja, nicht so viel, also Kontaktpunkte. Ich habe schon mal 3 oder so Sachen von ihm gelesen. Kann mich allerdings kaum noch dran erinnern, weil das ist alles mindestens 10 Jahre her. Ja, mir hatte damals, oh Gott, das muss 20 Jahre her sein, hat mir jemand wirklich mal Hotel New Hampshire empfohlen. Und seitdem habe ich dann so nach und nach jetzt, ich glaube, fast alle habe ich es jetzt gelesen. Die letzten, die mir fehlen, habe ich hier auf dem Stapel noch liegen. Es sind nicht alle, also ich kann nicht bei jedem Buch sagen, oh geil, aber doch, umso mehr man liest, man erkennt so Muster wie Bären und komische Hotels und was weiß ich. Also immer wieder schöne Sachen. Er hat einen interessanten Stil. Ich mag ihn doch schon sehr. Okay. Ja, ich bleibe weiter bei den humorigen Sachen. Kennst du die Gebrüder Moped? Ja. Warum kennst du die und warum hast du mir nie davon erzählt? Weil ich dich nicht mag. Ja, kurze Geschichte im Kontext dazu. Ich habe eine Ex-Freundin, die in Österreich wohnt, als Deutsche, also sie ist ausgewandert und amüsiert sich aus mehreren Gründen natürlich nicht nur über unsere hiesige Politik, sondern natürlich auch über die Politik von drüben. Hat aber natürlich noch einen ganz anderen Blickwinkel als die Österreicher selber. Und mir ist jetzt durch Zufall heute gehört ins Österreich und morgen die ganze Scheibe in die Hand gefallen. Und ich muss sagen, ich habe wahnsinnig Spaß daran gehabt. Erstens finde ich den Stil genial. Zweitens, wie gesagt, wenn du da so den Alltagswahnsinn mehr oder weniger täglich berichtet bekommst, den wir ja hier auch nur in den Spitzen mitkriegen, macht das tatsächlich eine unglaubliche Menge an Spaß. Also die beiden muss ich jetzt auf jeden Fall enger im Blick behalten, da die haben noch ein paar mehr Sachen geschrieben, was macht der Kanzler so beruflich und solche Dinge. Aber das war jetzt der erste Kontaktpunkt, den ich mit den beiden hatte. Und ich muss sagen, ich habe wirklich viel Spaß damit gehabt. Ist auch nur ganz kurz, sind glaube ich 100 irgendwas Seiten und relativ zu vernachlässigen. Ja, für Leute wie uns ist das so Schnipp und weg. Einmal lang hacken. Ja. Dann würde ich noch gleich mein nächstes noch anschließen, was noch so ein bisschen in die realistische Schiene geht, auch wenn das nicht unbedingt zum Lachen ist. Ich habe gelesen Schicht im Schacht von Jörg Srathor. Der Name sagt euch vielleicht was, das ist der Chef von der Essener Tafel. Da ging ja vor einigen Jahren, war da hier der große Skandal, dass er als Neuaufnahmen an der Tafel für Ausländer erstmal gestoppt hat. Und das hat riesige Wellen geschlagen und so weiter und so fort. Und daraufhin hat er ein Buch geschrieben. Ich muss sagen, ich wohne ja jetzt selber im Ruhrgebiet, ich komme aus dem Osten. Ich verstehe sehr viele seiner Ansätze, ich verstehe auch sehr viele seiner Probleme. Und ja, ich sehe auch ein, dass das ein Faktum ist, das auch nicht wegdiskutiert wird. Oder es wird wegdiskutiert, aber es gehört halt nicht wegdiskutiert. Aber meiner Meinung nach setzt er halt hier für mich komplett an den falschen Hebeln und an den falschen Lösungen an. Weil er immer noch zu sehr in seiner Sozialisierung oder wie auch immer du es nennen möchtest, festhängt, meiner Meinung nach. Wo ich als Ostler sagen muss, die finde ich schwierig in mehrerlei Hinsichten. Und das nächste, was ich halt immer schwierig finde, meiner Meinung nach ist im Pott so das Grundproblem, wir wollen gerne eine Identität und wir wollen unsere Identität gerne behalten, aber andererseits schleifen wir so freiwillig ab, weil was sollen denn die Nachbarn denken? Und symptomatisch in diesem Buch, er hat dieses Buch auch mit einem Co-Autor geschrieben, beziehungsweise ich weiß nicht, wie viel davon tatsächlich er war und wie viel tatsächlich der Co-Autor war. Aber zum Beispiel, er hat so halbe Dialektfetzen drin. Aber der Dialekt ist entschärft. Das ist, nee.
Das macht man einfach nicht. Gerade wenn es in dem Buch um sowas wie Identität geht und gerade wenn es in dem Buch darum geht, dass du einerseits die Leute ansprichst, die von hier kommen, andererseits aber auch den Leuten das Lebensgefühl von der Stadt, in der du lebst, vermitteln willst und die Geschichte und die ganzen Zusammenhänge, dann darfst du nicht deine eigene Identität so abschwächen, nur damit quasi auf dem innerdeutschen Markt überall gleichen Anklang findest. Das geht. Das ist aber so symptomatisch für das Problem, was ich mit dem Buch habe und mit der ganzen Diskussion. Aber wie gesagt, es ist ein wirklich guter Ansatz von der Sache her. Und der Mann ist nicht doof. Ich halte ihn auch nicht für einen Arschloch. Das ist überhaupt nicht Thema der Diskussion. Die Entscheidung, die er getroffen hat, ich bin da nicht im Thema. Ich will mich da auch nicht aus dem Fenster hängen. Aber ich verstehe die Denkweisen, die er hat. Aber wie gesagt, für mich setzt er einfach innerhalb seiner Sozialisierung so extrem am falschen Hebel an, auch in dem Buch eben, dass es mir halt echt schwer gefallen ist. Aber ich würde es trotzdem empfehlen, euch mal zu lesen, weil interessant ist es auf jeden Fall. Und wenn man nicht selber aus dem Pott kommt, gibt es auch tatsächlich nochmal eine neue Sicht der Dinge. Und wenn man aus dem Pott kommt, hat man, glaube ich, tatsächlich hier dieses, ja, endlich guckt mal einer hin, Ding, weiß ich nicht. Aber mich würde dann eben zum Beispiel die Sache mit dem Dialekt maßlos ankotzen. Ja, das ist irgendwie, wenn es so nichts Halbes, nichts Ganzes ist, das, also entweder man macht es richtig oder man macht es Hochdeutsch. Ja, oder man macht es halt gar nicht, genau, ja, das ist der Punkt. Eben. Meine ich ja. Ja, nee, das ist, ja. Bloß wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie viel ich dem Sato da selber einen Vorwurf machen kann und wie viel da der Lektor die Pfoten in der Sache drin hatte oder was auch immer, weil es eben natürlich aus diesem Schwung der Empörung damals entstanden ist, dieses Buch. Und ich glaube, man wollte da halt tatsächlich so einen großen Markt eröffnen oder diese Sensibilisierung für dieses Thema auf einer großen Fläche anbieten. Und natürlich bietet es sich dann an, das Hochdeutsch zu machen, aber dann machst du es halt ganz Hochdeutsch. Aber eben nicht halbe-halbe. Das ist halt die Scheiße daran. Gut. Was hast du denn noch gelesen? Wo fangen wir denn an? Machen wir einfach oben weiter auf dem Stapel. Horrorklassiker Ramsey Campbell, Hungriger Mond. Mhm. Hungry Moon ist eigentlich, ich glaube, sein bekanntestes Werk, würde ich sagen. Mhm. Und ich hatte echt Spaß damit. Ich dachte erst bei dem Titel, so klingt nach einer Werwolf-Geschichte. Es ist tatsächlich eine Geschichte, die so in den Sumpflandschaften Englands spielt. Mhm. Und es ist mehr so ein Lovecraft-artiger Kult, der cool. Ein kleines Dorf übernimmt. Und ein Reporter, der da irgendwie so reinschlittert. Hallo, Steffi. Hallo. Hallo. Erschreck dich nicht, wir nehmen gerade eine Delasaster-Kreis-Buchfolge auf. Wir sind aber, denke ich, bald fertig. Ja. Du kannst aber gerne mitsprechen, wenn du möchtest. Okay, um welches Buch geht's? Über alles, was wir jetzt dieses Jahr gelesen haben. Aber ich hole dich dann ein bisschen mit rein. Okay, ich wollte gar nicht lange bleiben, ich wollte euch nur einen guten Rutsch wünschen, weil ich habe tatsächlich was vor, aber wir machen erst eine Stunde los und deswegen dachte ich, wir kommen ganz schnell vorbei. Dann wünschen wir dir auch schon mal einen guten Rutsch und wir unterhalten uns auch gleich nochmal mit dir darüber, was du so gelesen hast. Okay, ich warte hier einfach. Wunderbar. Flo, wir waren gerade bei Reporter irgendwas stehen geblieben. Genau, also kommt ein Reporter in diese kleine Stadt, und der schlittert halt in dieses Geheimnis dieser Sekte rein, die immer mehr und mehr diesen Ort übernimmt. Und ich fand ihn richtig gut. Also ich hatte echt Spaß damit. Das Buch ist auch schon ein bisschen älter, glaube ich. Also auch Mitte 80er mindestens. Mhm. Und eigentlich hatte ich nach einem anderen Buch im Stapel gegriffen, hatte den rausgezogen und habe mir gedacht, ach, liest du halt den. Ich habe es nicht bereut. Also zumindest die Prämisse klingt ja ziemlich gut. Wie würdest du denn so das Gruseligkeitslevel einschätzen? Nicht allzu hoch. Es ist mehr so,
ja, so Richtung Lovecraft. Ah, okay. Also mehr so diese unheimliche Atmosphäre, aber jetzt kein harter Horror. Hm, okay. Ja, dann komme ich jetzt auch endlich in die Horrorsektion. Also ab jetzt sind wir wirklich in der Zeit um Weihnachten. Ihr merkt also, die Laune hat sich wieder auf Normal-Dela-Level eingepegelt bei mir. Ich habe gelesen Darcy Coates, The Haunting of Rookwood House. Und ich muss sagen, Flo, ich habe endlich seit Jahren mal wieder einen richtig guten Geisterhausroman gefunden. Ich bin begeistert. Darcy Coates, wie heißt das Buch nochmal? The Haunting of Rookwood House. Darcy Coates, der Fluch von Carrow House, habe ich hier liegen. Den habe ich hier auch liegen, den habe ich aber noch nicht gelesen. Den habe ich auch noch nicht gelesen. Ah, da bin ich gespannt. Aber ich muss sagen, ich bin echt begeistert, weil erstens, es hat tatsächlich eine schöne Stimme. Die Charaktere sind nicht zum Schreien dämlich. Und das heißt bei Geisterhausgeschichten was. Das heißt überhaupt was. Richtig. Und es ist tatsächlich mal wirklich auch ein bisschen gruselig. Also ich hatte hier den Effekt, ich saß hier, hab das nachts gelesen. Und ich bin ja ein kluger Mensch. Ihr wisst ja, ich bin klein. Das heißt, wenn ich mein Fenster auf und zu machen will, muss ich jedes Mal an den Griff klettern. Und das geht mir auf die Nerven. Deswegen bin ich dazu übergegangen, mein Fenster einfach mit einer Mini-Hantel zuzuschieben und damit zu blockieren. Ja, was dann passiert ist, ich saß hier nachts um drei im Finstern, hab gelesen. Und auf einmal kam eine Windböe und meine Mini-Hantel machte ein ganz leises Plüpp, 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 Plüpp Geräusch. Ich sag mal so, also ich bin hochgesprungen. Also wenn man sich auf die Atmosphäre einlässt, kann man da voll viel Spaß dran haben. Bin ich echt begeistert und werde sicherlich auch noch mehr von ihm lesen. Eine Geschichte habe ich noch von ihm gelesen, da kommen wir gleich zu. Aber ich bin echt begeistert und freue mich auch auf die anderen Teile von ihm. Aber soweit ich weiß, sind das keine Serien, sondern das sind wirklich einzelne Geschichten, die nichts miteinander zu tun haben. Ja, ich glaube auch. Nee, ich bin gespannt. Ich habe den jetzt ja auch liegen, der ist ja in Deutsch ganz frisch erschienen, jetzt im Dezember. Mhm. Ich glaube, im Januar erscheint in derselben Reihe bei Festa auch nochmal ein Geisterroman. Mhm. Mir fällt zwar nicht ein, wie er heißt, aber ja. Na, ich habe sie halt bis jetzt immer alle auf Englisch gelesen, weil ich finde, gerade bei so Geistergeschichten mit dem ganzen Pathos, der da oft dranhängt, macht einfach englische Sprache mehr her. Ist so mein persönliches Empfinden. Und dadurch habe ich jetzt eine breitere Auswahl. Ich glaube, in Deutsch sind von ihm nur zwei Geschichten bis jetzt erschienen. Aber, oder von ihr, ich weiß es gar nicht, ob es eine Frau ist. Kann ich da gar nicht sagen. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, zwei Geschichten gibt es in Deutsch, der Rest ist in Englisch verfügbar. Und ich muss sagen, ich habe echt Spaß dran gehabt. Dann komme ich gleich noch zu dem zweiten, was ich von ihm oder ihr gelesen habe, wenn das okay ist. Ja, und ich versuche herauszufinden, ob es ein ihm oder ihr ist. Ich habe nämlich außerdem gelesen Ghost Camera. Und wer Königsbube Dame Gast hört, der kennt die Geschichte Zeitraffer. Und diese Geschichte ist das, was Zeitraffer hätte sein können. Es ist eine richtig hübsche Geistergeschichte. Es geht halt darum, dass jemand eine Kamera findet. Auf diesen Polaroids, die daraus entstehen, sind Geister drauf. Und desto mehr Bilder du machst, desto dünner wird die Trennwand zwischen den Welten und desto leichter können die dich halt greifen. Und ich muss sagen, es ist nicht sonderlich gruselig, aber hier ist es in der Logik und Erzählweise sehr schön ausgearbeitet. Ich mag sehr gerne die Charaktere. Wir haben als Hauptcharaktere zwei Frauen, wo sich auch tatsächlich diese Frauenfreundschaft sehr echt anfühlt. Und wie gesagt, die Idee an sich fand ich ja bei King schon gut, nur leider King hat sie halt versaut. Aber habe ich viel Spaß gehabt, ist nur eine ganz kurze Geschichte, sind auch glaube ich so 150, 200 Seiten. Kann ich nur empfehlen, also großer Spaß. Also es ist eine Autorin, das habe ich mittlerweile raus. Nee, also wirklich, werde ich auf jeden Fall dranbleiben. Ja, ich habe auch Geistergeschichten. Ich habe wieder von Emma James welche gelesen. Da kommen wir aber, glaube ich, im nächsten Monat dazu, wenn ich das durchhabe. Mhm. Aber ich habe endlich auch Shirley Jackson Spuk in Hill House gelesen. Und wie Klassiker. Findest du es? Ach, er ist schön. Ja. Die Figuren machen Spaß, sind sympathisch. Man merkt dem Buch auch das Alter nicht an. Es ist flott geschrieben. Richtig schöne Geistergeschichte.
Ich muss sagen, also an Charlie Jackson, an dem, gerade an Spuk in Hill House, habe ich ja wirklich meinen Spaß gehabt. Und auch da geht zwar das Gruselige so ein bisschen flöten, aber die Atmosphäre fand ich immer toll bei ihr. Ja, auf jeden Fall. Dann bleiben wir gleich bei Atmosphäre. Ich habe nämlich Hellworks gelesen von David Dunwoody. Und ihr wisst ja, letzten Monat habe ich sehr geflucht, weil ich ein bisschen enttäuscht war. Ich lese ja sehr gerne so Kaiju-Romane. Und das ist mal ein richtig, richtig guter. Der ist nicht 0815. Das ist mal ein bisschen was anderes. Die Grundidee dahinter ist, die Welt wurde überzogen von gigantischen Riesenstürmen. In diesen gigantischen Riesenstürmen kam ein riesiges Monster auf die Welt. So mehr oder weniger aus dem Meer aufgetaucht, aber keiner weiß halt, ob es aus dem Meer tatsächlich kam oder ob es eben während dieser Stürme, die ja alles verdeckt haben, einfach aufgetaucht ist irgendwie. Und dieses Viech hat Begleitwesen mit sich, die eben so, ja, so riesengroße drachenartige Viecher halt sind. Und das Hauptmonster ist mehr oder weniger in eine Schockstarre verfallen, aber die kleinen Monster, ja, sorgen halt immer noch für Vernichtung und Elend und so weiter und so fort. Also an sich richtig geile Prämisse, auch schön ausgearbeitet, wie ich finde. Und was ich besonders toll fand, wir haben hier einen körperlich behinderten Protagonisten. Und das habe ich in den 5 Jahren, die ich jetzt solche Bücher lese, kein einziges Mal gehabt. Leider ist es stellenweise ein bisschen sprunghaft und ein bisschen sehr abstrus, aber im Großen und Ganzen habe ich voll viel Spaß dran gehabt. Ja, klingt gut. Ich mag ja so Bücher auch. Das merke ich mir auf jeden Fall mal. Kann ich dir empfehlen. Also es hat leider auch eben, wie gesagt, viel so GZSZ-Momente. Aber die haben ja diese postapokalyptischen Geschichten oft. Aber es fällt hier nicht so sehr ins Gewicht. Man kann das ignorieren. Ja, ich habe auch diesen Winter wieder einige Klassiker gelesen. Mhm. Und so kam diesen Monat dann Edgar Rice Burroughs an die Reihe. Oh. Mh. Und zwar eine Prinzessin vom Mars. Den ersten Band des Mars-Zyklus. Mhm. Fangen wir mal an mit dem Buch. Das Buch gab es tatsächlich schon öfter in Deutschland. Die anderen der Reihe, ich glaube 5 Bände gibt es insgesamt, die sind jetzt, glaube ich, zum ersten Mal komplett auf Deutsch erschienen. Das Buch vom Druck her ist es sehr schön. Das Cover finde ich ein bisschen wackelig gedruckt. Man merkt, das ist so ein Kleinverlag halt auch nur. Ja. Und es sind leider, sagen wir mal so, das Lektorat hätte ein bisschen besser sein können. Ist mir jetzt aber nicht so negativ aufgefallen, die Fehler. Es hat mich nicht groß rausgebracht, aber es waren halt doch schon ein paar drin. Von der Geschichte her ist es natürlich einfach ein Klassiker. Geschrieben 1912, ein Soldat aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, der schläft in einer Höhle ein, verfolgt von Feinden, und als er wieder aufwacht und rausgeht, ist er auf dem Mars. Okay. Erlebt da verrückte Abenteuer, trifft verschiedene Marsianer, die Grünen und die Weißen und die Roten, und verliebt sich in Deja Torres, die titelgebende Prinzessin vom Mars, die aber tatsächlich auch hier nicht einfach nur so die hilflose Prinzessin ist, sondern es ist wirklich eine Kriegerprinzessin. Cool. Ja, und am Ende kehrt er dann auf die Erde zurück und hofft, dass er eines Tages wieder in seine neue Heimat kommen kann. Wie gesagt, es gibt mehrere Fortsetzungen, also er kommt da wieder hin. Es ist, also wo ich bei den Tarzan-Romanen von Burroughs, da ist ja immer dieses kolonial-rassistische doch sehr stark. Da muss man sich drauf einlassen, sonst kann man die nicht mehr lesen. Das ist mir hier jetzt nicht so stark aufgefallen. Vielleicht, weil das Setting einfach dann doch zu sehr Science-Fiction ist. Macht eigentlich Spaß. Es ist tatsächlich mehr Abenteuerroman als sonst was. Halt nur in einem außerplanetaren Setting. Ich freue mich. Ich habe jetzt Band 2 und 3 auch hier liegen. Also geht auf jeden Fall weiter. Klingt auf jeden Fall gut. Da habe ich mich noch gar nicht reingetraut. Aber habe ich auch schon mal auf irgendwann mal Lesenlisten irgendwo rumfliegen. Ja, ging mir genauso, nachdem ich gesehen habe, dass die jetzt tatsächlich hier
diese Edgar Rice Burroughs Sachen, auch seine Venus-Romane und dieses ganze Zeug veröffentlichen. Mhm. Da habe ich gedacht, jetzt schlägst du mal zu. Ja, auf jeden Fall. Ja, bleiben wir ein bisschen bei klassischen Motiven. Ich habe diesen Monat noch ein bisschen mich mit Lovecraft-artigem Zeug beschäftigt. Ihr wisst selber, Lovecraft an sich halte ich für zutiefst überschätzt. Ja, liebe Grüße gehen hier an dieser Stelle raus an den Selbstgesprächter. Aber ich mag halt seine Ideen und seine Motive. Ich finde ihn nur stilistisch grausam. Und ich habe jetzt gelesen, Xtonic, Weird Tales of Inner Earth von Scott R. Jones herausgegeben. Ist eine Kurzgeschichtensammlung mit einigen lustigen Autoren. Relativ wenige bekannte Namen, aber es ist halt eine Kurzgeschichtensammlung, die nicht unbedingt mit dem Lovecraft-Thema spielt, sondern wirklich so mit der Klaustrophobie und Höhlen und ja, Hohlwelten und diese Dinge, ne? Also auch eher so Richtung Abenteuer ein bisschen, aber es hat halt dieses diffuse Bedrohungspotenzial, was die Lovecraft-Geschichten auch haben. Wie gesagt, ist eine Kurzgeschichtensammlung. Ich weiß gar nicht, wie viele Geschichten, 17 oder so. Aber auf jeden Fall einige. Und es ist viel Schrott dabei, bin ich ganz ehrlich. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, war es eine schöne Sammlung. Wir haben hier sehr viel, zum Beispiel tatsächlich ein Science-Fiction drin. Wir haben aber auch wirklich so klassische Dinger drin. Also über den Unterschied zwischen Mensch und Tier und die moralischen Implikationen, die wir daraus ziehen können. Wir haben eben wirklich klassische Lovecraft-Ideen dahinter. Wir haben hohle Erde mit Parallelgesellschaften und Zeug. Aber zum Beispiel auch so Drachen und Zeug und so weiter und so fort. Auch nicht nur unter dem europäischen Fokus, sondern auch wirklich schön durcheinander. Und eben auch unter anderem eine richtige Lovecraft-Geschichte, nämlich Duets in the Walls. Und das ist tatsächlich die schwächste Geschichte meiner Meinung nach in der Sammlung. Aber kann man lesen, hat Spaß gemacht, liest sich auch recht flott. Ramsey Campbell ist zum Beispiel auch mit dabei. Lustigerweise mit einer Wechselballgeschichte, die ich so gar nicht verstanden habe. Aber im Großen und Ganzen ist da wirklich einiges Schönes dabei. Kann man mal so zwischendurch lesen. Muss man ja auch nicht immer alle Geschichten mit einem Schwung lesen, sondern kann man sie schön aufteilen. Und die zweite Kurzgeschichtensammlung, die ich diesen Monat gelesen habe, war Down from the Sea von William Meikle. Und ihr wisst mittlerweile, ich bin ein großer Fan von dem Menschen. Hier hangelt er sich tatsächlich wirklich an den Lovecraft-Themen lang. Also eben Sogotod und Cthulhu und so weiter und so fort. Aber alle Geschichten sind von ihm. Und was mich halt ein bisschen stört, da kann aber Meikle nichts dafür. Die Motive aus diesem Lovecraft-Universum sind halt sehr begrenzt. Wir haben halt diese Sachen mit der komischen Geometrie, wir haben die Sachen mit Melodik und Resonanzen und so weiter. Wir haben Dystopie-Elemente, wir haben ein bisschen Science-Fiction drin, aber vor allem eben auch so Gesellschaftskritik, also eben dieser Zwiespalt zwischen Moral und was ist Mensch und was ist Wahnsinn und ist Wahnsinn wirklich die schlechtere Alternative zu unserer Realität? Aber eben auch so Sachen wie Krieg und so weiter. Und an der Kurzgeschichtensammlung habe ich wirklich meinen Spaß gehabt. Kann ich gar nichts meckern. Weil eben Meikle auch einen moderneren Stil in die ganze Sache reinbringt. Und weil er eben durch seine Spielereien mit Science Fiction und Dystopien und Monstern dann einen frischen Wind in die alten Thematiken reinbringt. Bloß leider kann er es halt auch nicht vermeiden, dass er sich dann in der Grundthematik immer mal wiederholen muss. Zwangsweise. Aber was mir hier immer wieder auffällt, sobald er wirklich über richtige Monster schreibt aus seinem eigenen Hirn, ab da werden die Geschichten toll und ab da werden die Geschichten glaubhaft, weil er da wirklich ein Talent hat. Also, große Empfehlung, Down from the Sea, großer Spaß, kann man machen. Klingt gut, ja. Wie viele Bücher hast du denn noch? Ich hätte jetzt nur noch eins. Aber ganz kurze Ergänzung, zu diesen beiden Kurzgeschichtensammlungen könnt ihr auch auf den entsprechenden Dela-Terratur-Tweets-Threads reingucken. Da bespreche ich die Geschichten einzeln. Das nur dazu. Dann, gut, dann mache ich auch mal mit Kurzgeschichten weiter. Mhm. Erstmal unter ferner liefen. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass es diese
Twilight Zone Bücher gab, wie ich mittlerweile festgestellt habe, es sind nicht nur drei, es sind sogar vier, die auf Deutsch erschienen sind. Mhm. Und da habe ich wieder eine Kurzgeschichtensammlung gelesen mit vielen Kurzgeschichten. Ich habe, glaube ich, von keinem der Autoren jemals vorher etwas gelesen und ich glaube auch nicht, dass ich jemals wieder etwas lesen werde. Also nachdem in den anderen beiden Bänden bekannte Autoren dabei waren und gute Geschichten, war das hier echt so 0815, wir kratzen mal den Rest zusammen. Mhm. Ja, musste nicht sein. Dann lieber Turn Down the Lights. Herausgegeben von Richard Sisma. Das ist der Gründer von Cemetery Dance, einem amerikanischen Kleinverlag. Und dieses Buch ist zum 25. Jubiläum der ersten Ausgabe erschienen. Hat hier drin Autoren versammelt, die, ja, die ihn immer unterstützt haben und die Cemetery Dance halt zu was Größerem gemacht haben. Hm. Unter anderem Stephen King, Jack Ketchum und Clive Barker, okay. Peter Straub, also das Who's Who kann man eigentlich sagen. Stabile Mischung, auf jeden Fall. Ja. Gut, die King-Geschichte ist keine Exklusivgeschichte hierfür. Das ist, wie heißt Sommerdonner. Mhm. Eine sehr schöne King-Geschichte. Da kommen wir auch irgendwann mal dazu. ich hätte sogar einen Gastwunsch für diese Folge, aber das machen wir ein anderes Mal. Überhaupt, also die Geschichten, nicht alles Highlights, aber doch eine ziemlich gute Sammlung. Er schreibt auch, es hätte natürlich noch viel mehr Autoren gegeben, die es wert gewesen wären, diese Sammlung aufzunehmen. Er wollte es aber wirklich kondensiert machen. Mhm. Und das finde ich eigentlich eine gute Wahl. Also es sind wirklich schöne Sachen dabei, auch von verschiedensten Künstlern illustriert. In einer schönen, limitierten Hardcover-Edition erschienen. Hat echt Spaß gemacht. Cool, auf jeden Fall. Gut, hast du erstmal noch was oder soll ich erstmal mein letztes Mal? Mach dein letztes und ich gehe dann auch noch zu meinem letzten. Entschuldigung. Moment. Man sollte nicht nebenbei Chili-Pulver einatmen. Moment. Warum nicht? So, jetzt geht's weiter. Mein letztes Buch in diesem Monat war Operation Amazon von William Meitler. Wie gesagt, ich bin großer Fan von dem Mann. Das ist der vierte Band der Escorts-Reihe. Über die habe ich ja in den letzten Monaten auch schon viel geredet. Wie gesagt, er spielt halt immer mit der Idee, das ist so eine Sondereingreiftruppe im Prinzip, so eine Army-Abteilung. Nicht von den Amis, sondern von den Briten bzw. von den Schotten. Und sie kriegen immer die Drecksaufträge. Also ob das Nazi-Zombies sind, ob das riesige Kakerlaken sind, so Zeug halt. Also so Richtung Pulp. Und was ich an ihm wirklich toll finde, erstens, die Charaktere sind glaubhaft. Die Motive sind glaubhaft. Der Habitus der Charaktere ist glaubhaft und das ist mir sehr wichtig, weil das zum Beispiel das ist, was mich bei Vietnam Black ja so gestört hat. Das sind Soldaten, die sind ja mit ihrem Leben gegenseitig aufeinander abhängig und vertrauen sich und verbringen viel, viel Zeit miteinander und haben natürlich auch einen etwas derberen Humor und eine etwas derbere Sprache. Und das finde ich grandios, dass er das eben wirklich mit reinbringt. Man hat wirklich ein Gefühl für diese Truppe, für die Chemie innerhalb der Truppe. Man hat ein Gefühl dafür, wann frotzeln sie rum. Aber im gleichen Atemzug, sobald da irgendeine Bedrohungssituation ist, schalten die ohne Befehl sofort in den richtigen Modus. Also diese ganze Chemie und Funktionsweise innerhalb dieser Truppe finde ich fantastisch. Und das gibt mir in diesen Geschichten so wahnsinnig viel. Weil dadurch natürlich auch der Sympathielevel unglaublich steigt. Und was mir auch noch sehr gut gefällt, wie gesagt, das ist nicht nur diese klassische 0815 Hell yeah America-Scheiße, sondern es sind halt Schotten. Sie reden auch nicht immer, aber sehr viel in so Dialekt oder hat halt Redewendungen aus diesem Dialekt und so weiter und so fort. Und sie frittieren auch sehr viel. Genau. Vor allem Monster. Und das gibt halt für mich diesem ganzen Ding so eine, es fühlt sich einfach echt an. Das ist nicht gekünstelt, das ist nicht hochgestelzt. Das sind einfach Menschen, die zusammen Bier trinken, diese Schreien, die Aktion am Ende des Tages überlebt haben.
Und dann ist das prima. Damit kann ich prima umgehen. Das macht mir wirklich Spaß. Und was ich sagen muss, Michael kann Monster schreiben. Wir haben jetzt hier in dem Fall das Problem, also es geht nicht um Amazon, so böser Onlinehandel, nein, nein. Es geht um Riesenschlangen, also um so große Anacondas und Zeug und Giftschlangen und bla. Und die Idee ist halt, wir kriegen das ganze Buch über nur riesige Anacondas mit, wie in dem Film Anaconda, die an sich schon verdammt groß und verdammt bedrohlich sind. Und man denkt wirklich über 3/4 des Buches, okay, ja, es sind jetzt ganz interessant, die Viecher, aber eigentlich sind wir von dir Besseres gewöhnt. Und das große Finale ist dann halt tatsächlich so eine absolut Riesenschlange, die halt diese ganze Pyramide zum Beispiel eindeckt und so weiter. Also er hat es wirklich drauf, auf seinen eigenen Ideen aufzubauen und ohne die Grundidee zu vergessen, immer wieder einen neuen Eskalationslevel draufzupacken. Und das macht mir gerade bei Pulp-Romanen unglaublichen Spaß. Deswegen, große Empfehlung, kann ich euch echt empfehlen. Die ganze Escort-Reihe, wie gesagt, das ist jetzt Band 4, aber ich glaube, insgesamt sind es 8 oder 9 Bände. Und nach allem, was ich bis jetzt gelesen habe, kannst du die alle komplett lesen, ohne Diskussion. Klingt gut. Ich mag ja Riesenmonster. Aber leider bis jetzt nur auf Englisch. Also soweit ich weiß, nicht auf Deutsch. Ist aber in dem Fall auch tatsächlich besser, eben weil du den Dialekt sonst gar nicht transportiert bekommen würdest. Und der macht meiner Meinung nach sehr viel vom Worldbuilding aus. Ja, das ist immer was sich sehr schlecht übersetzen lässt. Ja. Ja, ich habe mir als letztes jetzt ausgesucht aus der Fester Must-Read-Reihe, die für mich immer mehr zu einem Must-Read wird, Das Leben, das wir begraben, von Alan Elskins. Es ist ein Thriller. Es geht um einen Studenten, der fürs College ein Interview mit einer ihm fremden Person führen soll und über dessen Leben schreiben soll. Und da denkt er, ja gut, ich frage mal hier im Pflegeheim nach. Alte Leute, die haben bestimmt was zu erzählen. Und die sagen, ja, wir haben hier, frag den mal, wenn der will, wir haben hier einen liegen, der ist erst seit kurzem da, krebskrank. Der hat 30 Jahre im Gefängnis gesessen, weil er damals ein Mädchen umgebracht hat und verbrannt hat. Ja, das könnte interessant werden. Und ja, er führt halt dieses Interview und der Mann hat immer behauptet, er ist unschuldig. Und der Student fängt dann auch an, nachzuforschen. Und es gibt tatsächlich ein paar Ungereimtheiten. Und er kommt einer Sache auf die Spur. Dazu kommt dann noch Probleme mit seiner Familie, wo ich eigentlich immer so eine Handlungsebene, wo ich immer denke, oh Gott, hör auf damit. Ja. Hier in diesem Fall tatsächlich zumindest nicht nervig. Was aber auch einfach daran liegt, dass die Figuren sehr sympathisch sind. Also er hat einen autistischen Bruder, den er dann irgendwann auch bei sich aufnimmt, weil die Mutter, wie Mütter halt so sind. In solchen Büchern, muss ich dazu sagen. Er lernt auch seine Nachbarin dadurch kennen, die auch sehr sympathisch ist. Und zusammen kommen sie dann halt diesem Geheimnis auf die Spur. Und dadurch gerät er dann natürlich auch in Lebensgefahr. Das Buch hat ein paar schöne Wendungen, wobei ich zugeben musste, die meisten habe ich vorher doch geahnt. Und es gibt nur wenige Szenen, die mich ein bisschen gestört haben. Also es kommt dann so nach etwa 3/4 des Buchs gibt es mal so eine, ich nenne es mal eine Action-Sequenz. Die fand ich ein bisschen zu lang. Das hat so nicht so ganz reingepasst in das vorherige. Aber alles in allem echt ein richtig gutes Buch. Ich habe hier von dem Autor auch noch eins liegen und mir tatsächlich auch noch ein drittes jetzt bestellt. Alle auch aus dieser Reihe. Okay. Ich bin gespannt. Das hat mir echt Spaß gemacht. Wo du jetzt gerade erwähnt hast mit dem autistischen Bruder. Wie relevant ist die Sache mit dem Autismus und wie wird damit umgegangen? Ist das nervig oder ist das okay? Es ist einfach nur so, also es ist weder ein Gimmick noch irgendwie, dass der Charakter dadurch definiert wird. Okay. Es wird einfach nur so beschrieben hier,
der Bruder ist zwar volljährig, aber er kann halt nicht allein leben. Und deswegen müssen wir XY genau, machen. Genau, er ist bei der Mutter und die Mutter ist versoffen und haut auch öfter mal ab. Mhm. Und komm, wir holen ihn jetzt her. Mhm. Und es wird eigentlich ganz normal mit ihm umgegangen und das, ja, das... Ja, das ist cool. Das trägt dazu bei, dass das Ganze, dass diese Figuren auch einfach sympathisch wirken. Mhm. Ja, weil meistens haben wir es ja so, dass dann eben entweder der magische Krüppel oder wegen dem geht die Welt unter und solche Sachen. Ja. Oder, na? Aber das hast du gar nicht. Also es ist wirklich ein relativ normaler Umgang. Also es gibt ein Rätsel mit einem geheimnisvollen Code, den dieses Mädchen damals vor 30 Jahren in ihrem Tagebuch hatte. Mhm. Und der Bruder hilft... Das heißt, der Bruder hilft auch nicht, das zu lösen. Also es ist nicht so, dass er jetzt irgendwo Inselbegabung, boink, kann das jetzt lösen. Sondern der hat eine Info, die die anderen beiden dann dazu bringt, das Rätsel zu lösen. Ja. Es ist wirklich mehr Teamarbeit, als das irgendwie... Das ist cool. Ja. Damit kann ich leben. Mhm. Ja, ich auch. Ja, okay. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich bin ja nicht so für so, ich sag mal, Krimi- oder Thriller-Zeug, aber das klingt auf jeden Fall spannend. Also ich mochte es wirklich. Ich dachte sogar, das wäre noch ein Stück düsterer, so nach vom Klappentext her. Hm. Aber es lässt sich wirklich richtig angenehm lesen. Na schön. Dann würde ich sagen, sind wir für diesen Monat durch. Ist das richtig? Ich würde sagen, wir sind für dieses Jahr durch. Wie würdest du denn dieses Jahr so grundsätzlich bewerben? Wechselhaft. Es gab einige sehr schöne Bücher, es gab ganz, ganz viel belangloses Zeug und es gab leider auch einen Haufen Mist. Naja, ich habe dieses Jahr, also erstens habe ich dieses Jahr wahnsinnig viel gelesen. Normalerweise komme ich so auf 100 bis 80, irgendwie so in der Dreh. Diesen Monat war ich, glaube ich, auf 127 Bücher. Was ich sagen muss, ich habe dieses Jahr viel mehr weggelegt als sonst. Weil ich mich bis jetzt in den Vorjahren immer geweigert habe, Bücher wegzulesen. Aber ich habe mir einfach gedacht, es gibt jetzt so viel gutes Zeug, da muss ich meine Zeit nicht verschwenden. Ja. Dadurch habe ich aber dieses Jahr eben wirklich viel weggelegt. Aber ich muss sagen, ich habe trotzdem sehr viele Sachen gehabt, an denen ich echt Spaß gehabt habe. Gerade neue Reihen, von denen ich noch überhaupt nichts auf dem Plan hatte. Auch einige neue Autoren, die ich so noch gar nicht kannte, eben zum Beispiel Maikle. An dem ich wirklich bis jetzt an allem, was er schreibt, wirklich immer meinen Spaß hatte. Ja. Und vor allem, wie gesagt, ich bin so ein bisschen in neue Genre gegangen. Eben so diesen ganzen Poison-Kram mit so Reiseberichterstattung oder diese ganz humorige Schiene, die habe ich in den letzten Jahren immer ein bisschen vernachlässigt gehabt. Und das war echt nicht verkehrt, dass ich das jetzt mir wieder erschlossen habe, so ein bisschen. Ja, wenn ich das so betrachte und also ich habe viel versucht, Reihen abzuschließen, die ich schon seit längerem offen habe. Es sind immer noch welche dabei, die so jetzt langsam mal Zeit werden. Und ich habe in meiner Liste von Autoren, die ich gerne mal komplett lesen würde, immer auch wieder neue hinzugefügt. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Viele Klassiker und manche Klassiker haben mich dann auch zu anderen Sachen geführt. Ich habe es jetzt hier nicht mit reingenommen, aber ich habe Jules Verne natürlich wieder gelesen und bin dadurch auf ein Buch gestoßen, Das wahre Log des Phileas Fogg von José Farmer oder irgend so ähnlich, ein Science-Fiction-Autor. Da erzählt er in 80 Tagen um die Welt nach, aber mit der Prämisse, dass Phileas Fogg ein außerirdischer Agent ist. Das ist ziemlich abgedreht. Nemo taucht auch auf und ja, auch ein dünnes Büchlein, aber auch wirklich unterhaltsam. Genre habe ich, glaube ich, wirklich eine breite Mischung. Wobei ich gerne mehr Sachbücher lesen würde, aber ich habe zwar einige hier liegen, aber ja, dafür muss man Laune haben und die fehlt uns. Das ist es, genau. Ja. Da muss man reinkommen. Und ich komme eher schneller so in einen Roman rein. Sachbücher dauern bei mir meistens auch länger, weil ich da mal ein Kapitel lese und da mal ein Kapitel lese und dann wieder ein paar Tage nichts. Wobei das Schöne ist an Sachbüchern, das kann man halt so machen. Ja, ansonsten, ich würde sagen, der Festa Verlag war nach wie vor mein Hauptlieferant. Mhm.
Die haben einige schöne Sachen rausgebracht und die haben auch für nächstes Jahr einige schöne Sachen angekündigt wieder. Bin ich gespannt. Ja. Ich denke, es kann weitergehen so. Boah, auf jeden Fall. Nee, also ich denke, bei mir ist natürlich von der reinen Quantität der Horroraspekt immer der größte. War aber schon immer so. Aber wie gesagt, ich werde versuchen, im nächsten Jahr wieder ein kleines bisschen mehr in die Science-Fiction-Schiene zu gehen. Weil da habe ich immer noch große Lücken. Aber ich muss sagen, ich bin mit diesem Jahr echt zufrieden gewesen. Also, passt. Und dann wäre jetzt die Frage, liebe Steffi, bist du denn noch da? Noch bin ich da, ja. Hast du dieses Jahr Bücher gelesen? Hast du irgendwas, was dich beeindruckt hat? Oder bist du so mit Büchern gar nicht? So, pass auf. Ich habe jetzt die ganze Zeit, die ihr erzählt habt, habe ich überlegt, was ich dieses Jahr für Bücher gelesen habe. Folgende Bücher kann ich euch aufzählen. Terminkalender, Buch. Foto, Buch. Fuck, das Abreagierbuch zum Ausfüllen. Ein Ausmalbuch. Und dann habe ich eine ganze Menge Kinderbücher gelesen. Ja gut, aber da bist du ja auch prädestiniert. Ich meine, du bist die Einzige von uns, die Kinder hat. Du hast natürlich auch andere Prioritäten im Leben. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Aber für unsere Hörerschaft, die vielleicht Kinder haben, was wäre denn das Kinderbuch dieses Jahr, das du empfehlen würdest? Da kann ich mich gar nicht so richtig entscheiden. Auf jeden Fall alles von Andreas H. Schmachtel. Der hat geschrieben Tilda Apfelkern, Snöfried und sowas. Mhm. Und das sind also für mich unglaublich schöne Geschichten, die auch für einen Erwachsenen, der das vorliest, nicht irgendwie doof sind. Sondern mal, also wenn man sich auf so eine Geschichten einlassen kann, was man sollte, wenn man Kinderbücher vorliest. Auch mitfiebern kann. Der hatte auch, wir hatten jetzt zuletzt Missy Moppel von ihm gelesen. Das ist eine kleine Katze, die ist eine Detektivin und löst so kleine Fälle in ihrer Stadt und dann fängt man irgendwie an mitzuraten, wer könnte oder warum könnte dieses Geheimnis jetzt so passiert sein oder der schreibt sehr, sehr schön. Also der schreibt so, wie ich Pixar-Filme immer beschreibe, die sind für jung und alt. Mhm. Ah, cool, auf jeden Fall. Gut. Wie fandst du denn so, ich meine, ich weiß nicht, ob du die Buchclub-Folgen so normalerweise hörst, aus dem, was wir jetzt so erzählt haben, kannst du dir ungefähr ein Bild machen über die Bücher, die wir besprechen? Also von dem, was ihr erzählt habt, ja, aber das ist so absolut meist gar nicht meins. Also ich lese weder Horror noch Science-Fiction noch irgendwas. Also eigentlich lese ich sehr wenig Erwachsenenliteratur. also außer so Fachzeug, was dann halt wieder beruflich irgendwie ist. Ja, aber selbst als Nichtleser kann man sich zumindest so eine Idee machen, um was es in diesem Buch geht. Na, das ist schön. Da freuen wir uns. Flo, jetzt ist natürlich die Gretchenfrage. Würdest du diesen Blödsinn denn nächstes Jahr mit mir weitermachen wollen? Ja, ich will, musst du antworten. Aber ich will nicht. Na gut. Ich war gerade abgelenkt. Ich habe nämlich gerade ein Malbuch gefunden von Chuck Palahniuk, dem Fight Club Autor. Oh, der übrigens grandios ist. Gibt es leider nicht als E-Book, weil E-Books kann man nicht ausmalen. Ja, das stimmt, also zumindest von denen ich bis jetzt gelesen habe. Es steht auf jeden Fall jetzt mal auf meiner Liste. Ein schönes Malbuch. Chuck Palahniuk ist immer fantastisch. Fight Club ist tatsächlich das schlechteste Buch von ihm, aber er schreibt grandios. Also da bin ich auch großer Fan davon. Na gut, dann, liebe Hörerschaft, bleibt mir eigentlich nur diese Folge an dieser Stelle zu beenden. Lieber Flo, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Es war mir eine Ehre. Ich bedanke mich außerdem ganz herzlich bei der Steffi. Danke, bitte. Oh Gott, ich bin schon auf dem Sprung. Ich ziehe mir gerade die Schuhe an. Ich bedanke mich außerdem bei 42 Fragen, der nur stumm als Gasthörer gerade mit im Raum saß. War auch schön, dass du da warst und uns zugehört hast.
Und ich bedanke mich ganz, ganz generell, weil das jetzt die letzte Folge dieses Jahres ist, nochmal bei allen, die beim Dinner Adventskalender mitgemacht haben. Ihr seid wahnsinnig tolle Menschen. Ganz kurzes Update dazu. Wir haben insgesamt am 25. Dezember die ganze Geschichte beendet. Es kamen insgesamt 5.200 Euro zusammen. Die wurden von mir jetzt auch schon überwiesen. Allerdings werden die beim Zuchthäusler wahrscheinlich erst eben dann nach den Feiertagen gutgeschrieben sein. Aber auch da werde ich euch natürlich wie immer auf Update halten. Aber die eigentliche Folge zum Adventskalender beinhaltet auch immer alle neuen Details, wenn dann da irgendwie ein Update irgendwie zustande gekommen ist. Aber ich wollte euch nur von Herzen danken. Ich hätte nie gedacht, dass das ganze Ding so eskaliert. Und ich glaube tatsächlich, wir haben mit der ganzen Sache wahnsinnig viel erreicht. Und wenn der Zuchthäusler dann wieder in Deutschland ist, werden wir bestimmt auch nochmal darüber reden. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wundervollen Rutsch ins neue Jahr. Passt gut auf euch auf, macht keinen Blödsinn, sprengt euch nicht in die Luft. Seht zu, dass ihr euch von Vollidioten fernhaltet. Und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Wenn ihr Lust habt, wie gesagt, wir sind jetzt noch den restlichen Abend hier im Raucherbalkon und machen irgendwelchen Quatsch. Also, wenn ihr mit uns reden wollt, dann kommt einfach online. In diesem Sinne, ciao, bis 2020. Tschüss. Tschüss. Das war Delateratur mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause Delasaster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.